So, jetzt, ich sehe gut aus. Meine Damen und Herren, zu Gericht. Wir gehen rein. Wir haben heute Leute zu verpökeln und rauszuschmeißen. Für Monate. Ah. Huh. Öffnen wir den Strafenkatalog. Rein in die Akten. Was haben wir denn hier? Mount Panorama. Reckless Driving. Hi, Herr so und so hat sich für den Vorfall mit Herrn so und so revanchiert und uns von der Strecke geschossen. Ich höre Rauschen. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Ach du Scheiße, das ist von gestern. Oh, Chat. Ah, gehen wir doch erstmal gucken. Yo, is that a, yo! Twitch Prime, die mehr kostenfreie Möglichkeit, einen Streamer deiner Wahl zu unterstützen. Ey Junge, ich hab die Schnauze voll hier mit den Jungs, Alter. Ich hab so ein Rauschen im Ohr. Sie auch, Junioren? Ey Schwatter, dankeschön für 10 Hütten, Junge. Und Mario, dankeschön für 5. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Nee, der BMW hat die Lenkung nur durch das Curb ist der BMW da ein bisschen rübergekommen und hat ihn dadurch abgeschossen. Was ist denn also? Eieiei. Das ist aber eine schwere Entscheidung. Also ganz ehrlich, aus dem Bauch raus ist es für mich ein Race-Incident. Der Witz aber an der ganzen Sache ist, dass der Lexus P10 ist und der BMW P26. Aber auf der anderen Seite, mit ein bisschen Rennintelligenz, würde ich sagen, hätte der Lexus auch Platz machen können, weil der Lexus war ja nur viel zu langsam. Also guck mal, wie der angeballert kommt. Und dann schmeißt der Lexus halt die Tür komplett zu. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ha. Also ich, wie gesagt, ich würde auf Rennunfall appellieren. Ich weiß nicht, ob die gelbe Flagge ist oder nicht. I don't know. Das kann ich nicht, ich kann das nicht sehen, ob gelbe Flagge ist. Also das kann ich leider nicht einschätzen. Diese Info habe ich nicht, weil wenn wir jetzt wissen würden, dass das Überholen unter gelber Flagge ist, dann wäre das wieder was anderes. We don't see that. Und hören tun wir es... Obwohl, warte mal. Nee. Nee, gelbe Flagge ist nicht draußen. Da vorne ist ein Stuart. Hier.
keine gelbe Flagge. Als Backmarker so reingehen ist, nein. Aber der Lexus ist halt aber auch schon sehr viel langsamer auf der Geraden. Also der Lexus zieht ja voll auf die Rennlinie mit dem Wissen, dass da jemand ist. Also für mich, guck mal, der fährt halt direkt drauf. Obwohl er weiß, dass da, jetzt kommt blaue Flagge? Ach so, warte mal, ja doch. Ja, blaue Flagge, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Wer hat denn jetzt blaue Flagge? Ach so, wahrscheinlich der andere Dritte, der da noch involviert ist. Also ich plädiere auf no further action. Nee, wir müssen in den Gerichtssaal, hier. Ich plädiere auf no further action und Rennunfall. Weil, wie gesagt, die sollten sich gemeinsam Platz lassen. Und die haben sich beide keinen Platz gelassen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo in den Akten... ob wir irgendwo einen Rennunfall haben. No further action. Jo, hier haben wir das. Da kann ich leider... Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... nee... Da muss ich mehr Platz, also beide müssen sie, egal ob Backmarker oder nicht, weil der Backmarker kommt halt schon mit volle Karre hoch angeflogen. Der Dritte ist schuld. Hm. Was haben wir denn hier? Oha, Nürburgring. Oh oh. Oh oh, es ist Lap 1. Hi, die Nummer 19 hat leider nicht auf die Map geachtet und ist nach einem Unfall quer über die Strecke gefahren. Oh-oh, Chat. Das könnte wild werden. Oh, es rauscht nicht. Das ist schön. In this moment, he knew he fucked up. Bam. Ja gut, was will er machen? Der kann ja auch nicht in die Zukunft gucken. Ja, das ist auf jeden Fall ein Unsafe Rejoin. Also... Das gibt auf jeden Fall eine richtig schöne Brummistrafe, mein Freund. Das ist nämlich gleich mal minus 80 und minus 04, Herr Kollege. Das geht so nicht. Von der Sonne? Das ist ja hier auch immer so ein lehrendes, oder man soll ja was lernen, Format. Tut mir einen Gefallen. Man kann in den Optionen unter HUD bei TrackMap das Ganze auf Full stellen. Full bedeutet, dass ihr die ganze Karte links an der Seite habt. Und so habt ihr einen besseren Überblick, ob jemand kommt oder nicht. Weil wenn du schon entgegen der Fahrtrichtung stehst, solltest du gucken, dass frei ist. Das war sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich und das geht so nicht. So, haben wir den auch abgearbeitet. Das sind ja wirklich einfache Fälle heute. Bis dato. Ja. Oh oh. Oh oh. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und da steht Lab 1. Oh mein Gott.
Lap 1 Check. Oh mein Gott, Lap 1, Turn 1. Oh! Da muss ich aber mal ganz schnell, meine Hose hochziehen. Das würde heiß an der Pfute. Ei, meine Damen und Herren, oh mein Gott, ich kann den Mann schon fühlen. Okay, gehen wir in die Videobeweise. Los geht's. Entschuldigung, könnt ihr bitte Sound mit aufnehmen? Ei. Wait, what? Auch ein kleiner Tipp von mir an euch. Stellt die Autos ein bisschen... Also stellt mehr Autos ein, dass ihr mehr Autos seht. Weil gerade zum Beispiel das, was hier passiert, achtet mal darauf, da kommen aus dem Nichts Autos. Weil seine Anzahl an Autos wird wahrscheinlich sehr niedrig eingestellt worden sein. Das ist nicht gut. Eieiei, der, ach so, ach, das war ja gleich noch einer von ganz hinten. Ui. Oh oh. Oh oh. Ja, hier sieht man ganz deutlich folgendes Szenario. Wir sind ja nochmal hier dazu da, um was zu lernen. Also der eigentliche Bremspunkt fängt hier an, beim 100er-Schild. Da. Jetzt achtet mal bitte darauf, wann er bremst. Im Rennen, im Start. Wo? Bremsen kalt, Reifen kalt, alles kalt. Achtet mal darauf. Viel zu spät. Dann hat er noch, sehe ich gerade, 61er Bremsbalance. Also, das heißt ja sowieso, dass er ein bisschen, dass die Bremse nicht ganz so hart zieht. Das, wird das ein Massencrash eigentlich? 1, 2, 3. Ist das ein Massencrash? 4? Zählt das als Massencrash eigentlich schon in Turn 1? Da muss ich mal ganz kurz studieren gehen. Wir müssen mal in die Akte des Täters gucken. Schauen wir mal in die Akte. Penalties in den letzten 4 Wochen, eine. Penalties, was haben wir denn hier? Ja, nee, müssen wir, glaube ich, nicht hart durchziehen. Das ist jetzt aber also... Ja. Also ich bin mal, ich glaube, also, das ist kein Massencrash-Chat. Also würde ich jetzt mal nicht sagen. Es ist einfach, er hat zu spät gebremst in Turn 1. Also bin ich mal gut drauf und er kriegt 80 und 04. Er ist leider, also er ist nicht so auffällig, scheint ordentliche Rennen zu fahren. Und dann machen wir einfach Causing a Collision in Runde 1 und das gibt 80 und 04 Safety Rating abgezogen. Abgehandelt. Nächster. Ich warte ja eigentlich auf den richtigen Badabum. Haben wir heute eventuell den richtigen Badabum? Oh, hier ist gerade noch was reingeslidet auf den Nürburgring. Was haben wir hier? Er bremst zu spät und fährt mir ins Auto und dreht mich. Gut. Gute Beschreibung. Fühle ich. Schauen wir mal. Hoffentlich haben wir Ton. Sag mal, wollen die mich alle verkackeiern heute? Nehmen die alle keinen Ton auf? Oder ist mein Ton kaputt? Entschuldigung, wir wollen in den Gerichtssaal. Ist mein Ton kaputt oder was? Nee. Nö. Ich teste noch mal kurz. Test, hallo? Ne, mein Ton ist halt. Warum nehmen die denn immer alle ohne Ton auf? Was soll denn das? Da kann man doch, wir müssen doch auch am Ton judgen. So, was ist denn jetzt hier passiert?
Na, was sehe ich denn jetzt? Also, okay. Also eigentlich ist das schon wieder nicht normgerecht. Ich gucke mir deine Videos nicht an, Günni, weil ich mir LFM-Videos angucke. Das ist schon wieder, das ist eigentlich ein Formfehler, weil ich kann schon wieder nichts sehen. Keine Eingaben, gar nichts. Formfehler, Chat. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber was soll ich damit? Ich sehe nicht, was der BMW macht. Ich sehe ihn reinfahren. Ja, prima. Das kann ich leider nichts mit anfangen. Also, wenn ihr Reports macht, Chat, bitte, Juroren, Entschuldigung, lest bitte vorher die Guidelines. Das Ganze ist leider nicht nach Guidelines. Wird nichts passieren. No further action. Sorry. Das kann ich auch nicht sehen, ob der Mercedes zu früh bremst oder nicht. I don't know. Wäre aber auch egal, weil der Hintermann muss auf den Vordermann reagieren. So. Next. Was haben wir hier? Also die Beschreibung, dieser Akte klingt schon mal sehr verrückt. Schauen wir rein. Was haben wir hier? Formfehler. Formfehler. Können wir gleich Copypasta, no further action. Was haben wir hier? Oh! Okay, das könnte sehr interessant werden. Weil jetzt kommt nämlich folgendes, Chat. Jetzt sehen wir zwei Leute, die gerne was können wollen würden. Und eventuell funktioniert das beides nicht, was sie da jetzt planen. Denn sie wollen durch diese Kurve zusammen durchfahren. Ich bin gespannt. Und wir haben schon wieder keinen Ton. Warum zum Kuckuck haben wir keinen Ton? Ist hier irgendwas kaputt? Ist YouTube broken? Nee, die nehmen halt einfach alle keinen Ton auf. Okay, ist heute tonloser Mittwoch? Heute ist Mittwoch. Ruhe. Ruhe, heute ist Mittwoch. Ich hab die Juroren, heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Morgen ist Mittwoch. Was machen wir jetzt hiermit? Das ist doch auch ein Race-Incident. Er hat sein Auto verloren. Was soll der andere jetzt da machen? Soll er zaubern? Das ist doch auch ein Race-Incident. Ich meine, wisst ihr, was ich jetzt hier wieder nicht verstehe? Menschen verlieren ihre Autos, okay, fangen sie wieder und denken, Wunder, was hinten passiert.
Also ich meine, was der BMW geht schon, also der leitet auch Gegenmaßnahmen ein. Auch offensichtlich. Also er hat auch Gegenmaße, aber also nochmal. Die Frage ist ja immer, man sagt ja immer, der Hintermann muss auf Vordermann aufpassen. So. An der Stelle fragst du dich halt auch wieder, der BMW fängt sich und sitzt halt direkt auf der Rennlinie drauf. Ich verstehe immer nicht, warum Menschen ihre Plätze nicht abgeben können, wenn sie einen Fehler gemacht haben. So. Also kein Vorwurf, weil es ist, also ist kein Vorwurf an den Fahrer. Nur an der Stelle verstehe ich nicht, wenn du schon raus segelst wie so ein Irrer, draußen aufs Curb kommt, das eiert und eiert und eiert, fliegt weg das Auto, du fängst das Ding. Naja, was erwartest, also was erwartest du jetzt von dem Hintermann, dass der sofort in die Bremse reintritt? So, also ich meine, der kann ja nicht zaubern. Es ist ja nun mal eine schnelle Kurve. Und wir wissen ja nun mal alle, dass dort gewisse G-Kräfte wirken in diesem Fahrzeug. Sobald er ja in die Bremse tritt, dann verlagert sich ja alles in diesem Kfz so. Und das ist ja eine Sekunde, wenn wir jetzt mal gucken. Er verliert jetzt das Auto. Na, was soll er reagieren? Der ist halt direkt dahinter. So. Jetzt verliert er das Fahrzeug. Naja. Ja. Also ist für mich no further action. Das ist ein Rennunfall. Rennunfall ist das. Der vorgefertigte Text passt da leider nicht so gut zu. Ihr lasst euch beide gegenseitig keinen Platz. Ihr hättet, warte mal, hier hätten beide den Unfall vermeiden können. Kann man das sagen eigentlich? In dem Fall? Kann man das zu diesem Fall sagen? Eigentlich schon. Nee, da müssen wir was Eigenes notieren. Da müssen wir was Eigenes notieren. No further action. Da müssen wir mal was zusammenschreiben hier. Wo ist eigentlich der Staatsanwalt? Ja, gehört's, weiß ich nicht. Frag den mal. Frag mal den Staatsanwalt, wo der ist. Ha? Frag mal, wo der ist. Ständig mit seinen scheiß gelben Scheinen, die er montags immer einreicht. Herr Richter, tut mir leid, meiner. Ich bin leider nicht da. Ronny Sablowski ist leider krankgeschrieben. Und dann ist er wieder auf den Malediven geflogen. Mit Rostvita. Sablowski. Der soll mal herkommen vor Gericht. Nächste Woche kann er sich erstmal seine Locken wieder frisch wickeln. Ganze Scheiße muss ich hier alleine machen. Jetzt muss ich mir hier noch wieder Texte aus dem Arsch leiern, weil der das wieder nicht hingekriegt hat. Verstehst du, wie ich meine? Tut mir leid, Herr Goertz. So. Was schreiben wir dem jungen Mann dann jetzt?
Gut. Dieses Klackern, das kommt von der Tastatur oder vom Reporting-Tool? Nee, das ist, das Klackern kommt von Opera. Ich liebe Schreibsounds. Ich bin auch noch so ein Typ, der findet Schreibmaschinen geil, Junge. Okay, haben wir gemacht. Oh. Oh. Okay. Meine Damen und Herren, hier in den Akten steht aber eine ganz wilde Sache drin. Next penalty should be a bun. Let's go. Ja. Ich würde es euch gerne zeigen, Chat, aber das geht nicht. Das geht leider nicht, weil das ist in der Auflösung 12 Millionen mal 30 Zillionen und ich habe leider keinen Anonymisierungsbalken dafür. Deswegen können wir das nicht gucken, also kein Bann. Da wird sich jemand anderes drüber freuen. Okay. Causing a collision. Okay, selbes Format, können wir auch nicht gucken. Wenigstens Ton, schade. Next. Okay, das sind drei Reports hintereinander. Da hat jemand sehr viel Spaß gehabt. Das wird der vierte. Nee, never mind. Aber wir konnten jetzt drei Reports hintereinander sehen. Hoi! Okay, was fährt ihr? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Ja, das geht. Aber das ist ein 4 zu 3. Wild. Okay. Das hätte man eindeutig vermeiden können. Also der, ich würde nicht sagen, dass der Bremspunkt nicht stimmte vom Lexus. Das war nicht zu früh. Auf jeden Fall nicht. Der McLaren hatte bloß ein bisschen viel Schwung und hat leider vergessen, dass da vor ihm einer fährt. Tja, das ist wohl mal ein Unfall, wa? In welcher Runde befinden wir uns denn hier? Können wir das mal schnell nachsehen? Das ist in Runde 6. Okay, okay. Ja, das sind, das war eindeutig zu spät gebremst. Da gibt's eine 60 und eine 03 auf den Nacken. Vom Richter. Eine 60, 03. Nächste Akte. Wir sind aber richtig zügig heute, meine Damen und Herren. Es sind gar nicht so große Kracher, wo man gar nicht so lange diskutieren muss und gar nicht so viel auseinanderfriemeln muss. Herr Sablowski hat immer die ganz großen Dinger rausgesucht. Alles klar, was haben wir denn hier? Verbremst sich in Turn 10, obwohl ich rechtzeitig gezeigt habe, dass ich Kampflinie fahre. Versucht sich in die Lücke zu bremsen, die nicht da ist. Oh, das klingt interessant. Oh, das geht schon sehr interessant los. Aber so wie es aussieht, Chat, werden wir wahrscheinlich das auch nicht gucken können. Nope. Warum sind denn die ganzen... Das ist übrigens wieder derselbe Dude. Also das ist jetzt der vierte Report, den ich angeklickt habe. Vom selben. Der hat, glaube ich, gestern einmal eine Sammelbestellung abgegeben. Okay, das können wir gucken.
Versucht in die Lücke zu stechen, die keine ist. Durch den Kontakt verliere ich das Auto. Mein Rennen ist wegen des Schadens komplett zerstört und auch andere Fahrzeuge werden beschädigt. Turn 1, Runde 1, Nürburgring. Es ist wild, es ist interessant, es geht los. Welches Auto müssen wir uns jetzt angucken? Oh, das gibt ein Bann. Das gibt ein Bann. Können wir normale Kameras bitte einführen? Oh, sag mir jetzt nicht, das wird ein Formfehler. Sag mir bitte nicht, das wird ein Formfehler. Hast du gerade gesagt, no further action? Ei. Scarab, das ist Runde 1, Turn 1. No further action? Oh, danke schön. Oh, damit hast du es gerettet. Danke. What? Nein, nicht ernsthaft. Danach noch mal selber? Okay, Chat, das ist aber sowas von dermaßen eine ganz, also, okay, dann, also, ich mag das ja eigentlich gar nicht machen, ne? Also man muss dazu sagen, der Fahrer des Lexus ist ungefähr 6 Rennen gefahren. 6. Nee, den Verursacher haben wir gerade gesehen, das war der Lexus. Aber das geht halt wirklich gar nicht so. Welpenschutz? Nee, eigentlich nicht. Weil wir alle gleich behandeln müssen. Egal, ob er Welpe ist oder nicht. Und das geht gar nicht. Also das geht wirklich nicht. Nee, das ist auf jeden Fall ein Massencrash. Das tut mir sehr leid, weil er scheinbar noch Anfänger ist, aber das wird einfach in 3 Tage bannen. Das wird 3 Tage. 1, 2, 3. Pause. Strafbank. Das tut mir wirklich leid, aber so sollte man echt kein Rennen fahren. Nee. Also davon mal abgesehen, gucken wir uns das kurz mal an, meine Damen und Herren. Von hier. Also ja, er ist schnell.
Aber es ist halt so, es tut mir wirklich leid, aber hier wird nicht reagiert auf das da. Also er steht auch schon auf der Bremse, aber wo willst du hin? Und jetzt pass auf, Chat. Ach so, ihr seht ja gar nichts. Wartet. Er steht jetzt auf der Bremse und jetzt geht er auf die Bremse. Der BMW hat erstmal schon mal A, eine stärkere Bremse als der Lexus. Und B, wo will er hin? Also wisst ihr, manchmal ist es schlauer, zurückzuziehen, als auf Biegen und Brechen sein Tempo durchzudrücken. Der Lexus ist schnell auf der Geraden. Eins der schnellsten Fahrzeuge, aber wo will er hin? Und das in Runde 1, in Turn 1. Wo will er hin? Also ich meine, hier kommt nur Grünzeug. Also es ist offensichtlich, dass das passieren wird, weil er nicht darüber fahren möchte. Und das passiert uns allen irgendwann mal in unserer Karriere. Würde ich jetzt mal behaupten, das ist uns allen schon einmal passiert. Mir auch schon. Mir auch schon. Also, als liebgemeinter Rat, wenn ihr Start fahrt, lieber gediegen und früher bremsen und hinterher, als volle Esse zu versuchen, irgendwie vorbeizukommen. Weil das führt nämlich dazu, dass der junge Mann jetzt einen 3-Tage-Bann hat. Und der ist jetzt ausgesprochen. Sascha, ich grüße dich. Wie geht's dir? Du wundervoller Mensch. Glückwunsch zum Sieg heute. Oh oh. Okay. Das System ist ein bisschen langsam. Das System ist etwas langsam. Was haben wir denn hier? This driver? He went outside, just came back and tried to push me out of the circuit. Oh oh. Das klingt wild. Formfehler. Es ist mal wieder ein Formfehler. Bitte lest doch mal die Guidelines. Und es ist kein Ton. Das geht jetzt 1 Minute und wir. Okay. Können wir nichts machen, weil es Formfehler. Aber hä? Vor allen Dingen davor ist auch noch einer. Wartet mal kurz. Hier? Da ist auch noch einer. Formfehler können wir nicht bearbeiten. Das ist auch einfach, also wirklich jetzt. Also ich habe so das Gefühl, von den 300 Reports, die am Tag kommen, fallen 200 wegen Formfehler weg. Ich hätte das gerne gemacht. Also ich hätte da gerne abgedrückt, aber das geht leider nicht. Vielleicht mal überlegen, ob wir das Widescreen mal aufnehmen in die Guidelines, wie man das aufzeichnen soll. Mein eingereichtes wurde deswegen gerade nicht gezeigt, zum Beispiel. Das ist richtig, ja. Aber das liegt ja nicht, also, ne? Ihr könnt das ja nicht umstellen, dass ihr jetzt auf einmal kein Widescreen. Also das wird trotzdem bearbeitet, Let's Fly. Das kommt nur nicht vor Gericht. Ne?
Ich verstehe das Problem mit Widescreen ehrlich gesagt nicht. Was ist der Grund dafür? Weil ich keine Namen zeige von denjenigen Menschen, die da vor Gericht stehen, weil das Kacke ist, wenn ungefähr so 8.000, 9.000 Leute sehen, wer da Scheiße gemacht hat und dann kriegt der doofe Nachrichten bei LFM und das ist nicht geil, das wollen wir nicht. Deswegen ist alles anonymisiert. Weil das war der Deal, den wir mit LFM gemacht haben, damit wir das öffentlich zu Lernzwecken vorzeigen dürfen. Deswegen ist auch hier ein riesiges Chatfenster, damit ihr niemanden seht, der an diesem Rennen teilgenommen hat und auch unten nicht. So. Das wird ein Klassiker. Das wird ein Klassiker. Zack! Ich habe ihn erwartet. Ich habe ihn erwartet. Also ich meine, kann mal passieren. Ist das Runde 1 gewesen? Nein. Es ist Runde 1. Oh, ist das bitter. Können wir mal die Eingaben sehen? Wie ist denn sein Auto da weggeflogen bei 138 km/h? Wie geht das denn? Boah, das ist ja richtig crazy. Da hat der BMW einfach die Hufe hoch. Hat der Schaden? Nee, sieht nicht kaputt aus. Die Lenkeingaben sehen auch normal aus. Ja, also er kann nichts machen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch tör, also ist es immer noch, dass er, also wir müssen das halt trotzdem bestrafen. Also das hier ist nun mal kein Rennunfall. Das ist kein Rennunfall. Aber das ist ja richtig interessant, dass ihm da das Auto weggeflogen ist. Warum muss man das bestrafen? Ziemlich simpel. Das kommt jetzt. Eins, zwei und hinten dran noch drei, vier. Und das ist Runde 1. Er verliert das Auto, kann keiner was machen? Doch, er kann das Auto behalten, Terrorwurm. Warum hat das explizit was mit Lap 1 zu tun? Weil wir den Fahrern mit auf den Weg geben, dass sie sich endlich am Schlüpper reißen in Runde 1 und nicht mehr fahren wie die Verrückten. Und das ist also alles, was in Turn 1 passiert, wird ohne Gnade bestraft. Und das ist immer noch hier sind, wie viele Autos involviert? Eins, zwei, drei, vier. Vier Autos sind involviert. So, natürlich ist er Beifahrer an der Stelle. Natürlich ist er Beifahrer und das steht auch gar nicht zur Debatte. Am Ende des Tages hat er trotzdem vier Autos weggejietet. Du fragst dich gerade, warum er das Auto verloren hat, aber soll er es fangen? Grundprinzipiell könnte er das Auto nicht verlieren, wenn er zum Beispiel, Moment, hier vorne nicht so wild bremst. Erstens, also warte. Hier vorne nicht drüber fährt. Und er bremst auch nicht voll, Chat. Also davon noch mal abgesehen. Er steht nicht mal voll auf der Bremse, um das vollends zu verhindern. Achtet mal bitte auf seine Bremse. Achtet bitte auf seine Bremse. So, jetzt fliegt er ab, steht immer noch nicht auf der Bremse. Jetzt tritt er rein. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen.
Jetzt nicht mal, immer noch nicht voll, immer noch nicht voll, immer noch nicht voll. Immer noch nicht voll. So. Und da ist der Punkt, wo ich sage, tut mir leid, aber ich sehe nicht den Willen, das um alles in der Welt zu verhindern, da reinzuheben. Weil die Bremse kommt A zu spät, sie wird nicht voll durchgetreten und er lässt das Ding einfach laufen. So. Und das ist der Punkt. Also sieht mir auch so aus, als wenn das eventuell jemand ist aus iRacing, wo die Bremse nicht voll geht. Alright, ist ja cool, also kein Vorwurf. Aber an der Stelle lässt er das Ding einfach durchlaufen. So, weil er verliert schon vorne das Auto. Super, super früh. Was alles cool ist, so, das kann passieren, das ist uns allen schon mal passiert. Aber es werden keine Gegenmaßnahmen eingeleitet. So, hier geht das Auto weg. Er merkt im Lenkrad, dass das Auto weggeht. Er lenkt nicht mal gegen. Also es gibt keine Lenkbewegungen, es gibt nichts dagegen. Er versucht nicht, das Auto zu fangen, er tritt nicht die Bremse und versucht, das Auto wieder rumzuwuppen. Er lässt das Ding einfach passieren. Nee, er lenkt nicht. Die Lenkung steht. Die Lenkung steht. Das Auto macht, was es will. So, und jetzt fängt er langsam an zu bremsen. So, weil den Millimeter, den er da lenkt, ja gut, okay, das kann ich, also, das zählt für mich nicht als Gegenmaßnahme. So. Und die Bremse an der Stelle kommt auch viel zu spät. Das Auto steht schon quer und er bremst noch nicht mal. Hier kommt keine... Das Auto fliegt weg, es steht nicht auf der Bremse, es wird nichts, aber auch wirklich gar nichts hier am Anfang dagegen getan. So, dass er es verliert, das kann wirklich bei allen mal vorkommen. Ja? Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Was mich an der ganzen Sache stört und was ich nicht gut finde, ist, dass hier keine Gegenmaßnahme eingeleitet wird binnen den ersten paar Sekunden. Und hier hätte man schon lange reagieren können. Also hier hätte man wirklich schon lange reagieren können, weil das Auto mit dem Lenkrad schon lange mit dir gesprochen hat, was hier eigentlich abgeht. Aber er lässt es einfach passieren. So, und er gibt zwischendurch sogar noch Gas. Also, hier wird jetzt runtergeschaltet. Nee, das ist das Zwischengas vom Schalten. Nevermind, hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt, das nehme ich wieder zurück. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. So, und jetzt mal zu der anderen Sache. Wenn euch das hier passiert und ihr merkt, dass das Auto nach da geht, trittst du auf die Bremse und fängst das Auto wieder ein. Instant. Du merkst, wenn dir der Arsch kommt. Du trittst auf die Bremse kurz, dass die G-Kräfte sich verschieben und dann fängst du das Auto. Aber lässt das nicht so passieren. So. Jetzt gehe ich kurz studieren, was der junge Mann schon gefahren ist. Oder Dame, Fahrerin. Juroren. Das sind 39 Rennen. So. Und nochmal, es wird nichts versucht, das zu stoppen. Nichts. Also, das Lenkding, bumm, der Millimeter, kein Gegenbremsen. Da passiert nichts. Der lässt das einfach passieren und lässt den fliegen. So. Und das ist mein Problem. Das ist mein Problem dabei. Und für mich ist das einfach ein Crash in Runde 1. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Dafür haben wir leider nichts am Stissel. Dass er das Auto nicht fängt, okay. Aber man weiß nicht, ob er Controller oder was, Lenkrad etc. pp. Bagger, das spielt für mich keine Rolle. Auch am Controller kannst du Gegenmaßnahmen einleiten und es werden keine Gegenmaßnahmen eingeleitet. Es werden keine Gegenmaßnahmen eingeleitet und das muss ich ja sehen.
Ich kann nicht judgen, ob er einen Controller fährt. Ich kann nicht judgen, ob er auf einer Reisschüssel mit irgendwelchen Pads dran spielt oder auf einer Bongo oder was auch, auf ein Schlagzeug. Ich weiß es nicht. Ich kann nur das urteilen, was er sieht, was ich sehe. Doch er bremst. Nee, er bremst nicht. Er bremst viel zu spät. Er fängt viel zu spät an. Er fängt viel zu spät an, Gegenmaßnahmen einzuleiten und lässt das Auto einfach weiterfahren. Er bremst weder voll, noch lenkt er irgendwie ein, noch versucht er irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, das Auto nicht einfach irgendwo hinzuschicken. Außer auf dem Rasen fängt er irgendwann an, dreiviertel zu bremsen. So. Und auch Unerfahrenheit, Leute, schützt vor Strafe nicht am Ende. Das schützt vor Strafe nicht. Also, wisst ihr, wenn wir können jetzt zu jedem sagen, ja, okay, der ist noch nicht viel gefahren, er weiß nicht, was er da tut. Das, am Ende, wenn du dich für LFM anmeldest, dann hast du die Regeln zu befolgen, wie alle anderen auch. Und das sollte dir halt klar sein. Wenn du ein Auto verlierst und du kannst es nicht machen, wie gesagt, es ist kein Vorwurf, das ist uns allen irgendwann schon mal passiert. Aber dann musst du halt auch die Konsequenzen dafür tragen. Was will er denn auf dem Rasen auch noch mehr bremsen? Davon wird es nicht mehr Verzögerung. Maga, es geht darum, Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Bitte tut mir den Gefallen und achtet darauf nochmal, wann er anfängt zu bremsen. Autos weg, 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 weg. Jetzt kommt er auf dem Rasen, fängt er an zu bremsen. Da wird nicht eingelenkt, gar nichts. Und da ist das Auto schon flöten gegangen, verstehst du? Und das ist für mich der Punkt, naja, scheiße, dann lasse ich die Kacke halt passieren, so. Dass er das verliert, ist überhaupt nicht schlimm. Das kann uns allen irgendwann mal passieren. Was mich halt an der ganzen, also wirklich, was mich stört und warum ich das judge und bestrafen werde, ist, dass es viel zu spät passiert. Viel zu spät, weil das hätte man verhindern können. Man hätte das hier schon verhindern können. Kleiner Tipp, tritt auf die Bremse, schalt runter und das Auto fängt sich wieder. Lenk gegen und dann fährt das auf jeden Fall nicht auf dem Rasen, sondern irgendwo anders hin. So. Das, aber nochmal, das schützt nicht vor Strafe. Und das ist auch kein Race-Incident oder ein Rennunfall oder wir judgen das nicht. Weil der junge Mann ist nämlich genau durch dieses Verhalten in 4 Leute reingejietet. In 4 Menschen. In fucking Runde 1. Geht nicht. Funktioniert so nicht. Ist nicht gut. Jetzt muss ich mir aber trotzdem noch einen Text schreiben, dass er weiß, warum. Wie ist deine Vorgeschichte? Bis dato ist nichts vorgefallen. Ist nichts vorgefallen. So, das sind minus 80 und 04. Jetzt müssen wir dem netten Herrn noch einen Text schreiben. Wenn dir das nächste Mal das Auto ausbrechen sollte, dann könntest du früher etwas
als früher reagieren und Gegenmaßnahmen einleiten. Punkt. Eine Möglichkeit wäre gewesen, die Bremse kurz zu treten und einen Gang unterschalten, damit sich die Kräfte im Auto verlagern. Punkt. Jetzt müssen wir das Ganze noch in Englando schreiben. Oh Gott, Englisch ist wieder. Oh, diese genauen Texte in Englisch schreiben sind immer echt ein Krampf. Was heißt denn, jetzt komme ich wieder nicht auf das Wort, was ich suche. Aber es ist interessant, wie unterschiedlich da die Leute rangehen. Das können wir nicht machen. Was haben wir denn hier? Reckless Driving. Oh, das Auto kenne ich. Mit dem war ich schon gemeinsam auf der Strecke. Nee, ich will keinen. Übersetzer benutze ich nicht. Wenn ich schon Englisch schreibe, dann kann ich mir auch mal Mühe geben. Ich bin verwirrt. Runde 12? Das ist also die letzte Runde. Okay, also das Rennen ist zu Ende. Er steht auf der Rennlinie und boxt die Bremse. Er möchte aber noch fahren und jietet ihm rein. Er reportet ihn dafür. Sag mal, was ist denn mit den Leuten nicht in Ordnung? Retaliating after the race to getting past. It's not the first time. Hä? Der McLaren hat reported, ja.
Also normalerweise, meine Damen und Herren, fassen wir mal ganz, normalerweise, wenn wir das jetzt mal ganz genau nehmen, ja, normalerweise musst du noch die Runde zu Ende fahren und eine Inlap bringen, um in die Box zu fahren. Normalerweise. Aber du bleibst doch nicht mitten auf der Strecke, auf der Rennlinie stehen und machst eine Bremse. Muss man das? Mhm. Ja, das Rennen ist zu Ende, wenn du in der Box bist, Ladies and Gentlemen. In der Theorie sollte man das zu Ende fahren, ja. Theoretisch. Praktisch ist das manchmal nicht möglich. Aber du bleibst doch nicht mitten auf der Strecke stehen und reportest das dann. The fuck? Was soll das denn? Nee, der hat die Kurve gar nicht genommen. Der stand einfach auf der... Der hat auslaufen lassen. Der hat auslaufen lassen. Hier. Ups, das ist falsch. Der hat auslaufen lassen. Und da oben, also das hier ist der Punkt, wo du anpeilst, die Kurve zu fahren. Und ich denke mal, dass der Porsche noch weiterfahren wollte. So, und er fängt genau hier oben, steht er auf dem Pinsel. So, ich meine, was erwartet er denn da jetzt? Also Leute, es ist ja nicht schlimm, dass ihr danach stehen bleibt. Aber dann fahrt doch auf die... irgendwo... Ich meine, unten auf Nürburgring ist ungefähr ein großer Parkplatz, der sieht aus wie Paul Ricard. Warum zum Kuckuck bremst man denn hier oben und reportet dann? Hä? Also wirklich, ich verstehe Menschen nicht und ihre Denkweise. Das... Tut mir leid, aber das fällt mir manchmal wirklich schwer. Dafür gibt es bestimmt nicht mal einen Text. Vorgefertigten. Hä? Nee, Sandro. Da fährt alle fahren Custom Livery. Ich fahre doch selber auch eine Custom Livery. Nee, Boris hat ja ausnahmsweise mal, war der mal ein Fuchs und hat mal ein richtiges Server investiert, sodass man den ganzen Tag mit Custom Liveries rumfahren kann. ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wirklich, das ist so Banane. Das ist wirklich so Banane, dass, also was willst du denn da schreiben? Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist what the fuck? Nee, man kann den Reportenden nicht bestrafen. Es ist no further action. Warte mal, ich kopiere ihm jetzt mal das Regelwerk da rein. Vielleicht sollte er das Regelwerk nochmal lesen. Wir verweisen mal auf das Regelwerk. FAQs. Regelwerk,
Ich habe schon so lange nicht mehr nach dem Regelwerk gesucht. Zeig nochmal bitte, geht das? Darf ich das nochmal sehen? Ja, wir können uns das gerne noch 5-mal angucken, aber es ist halt, es wird dadurch auch leider nicht mehr besser irgendwie. Sondern eigentlich immer noch trauriger. Das ist halt, also, so, Regelwerk, please. Sag mal, warum finde ich denn das Regelwerk nicht? Bin ich bescheuert? Bin ich zu blöd, das Regelwerk zu finden? Scheinbar schon. Nee, ich kann ihn nicht ahnden. Wie soll ich ihn denn ahnden jetzt? Das geht ja nicht. Ey, sag mal, Chat, bin ich jetzt völlig bescheuert? Unter den FAQs ist doch das Regelwerk drin, oder nicht? Bin ich jetzt blöde? Bin ich komplett gegen den Baum gelaufen? Unter welchem Punkt ist denn das? Oh, I found it. Maybe I'm a gangster too. Verhaltensregel und Strafenkatalog. Here we go. So, wo haben wir es denn? Nee, ich will das aber nicht auf Deutsch haben. Doch, ich brauche beides. Ich muss ja Deutsch und Englisch verschicken. Verhalten im Rennen. Breaking, das Überfahren, der da, da, da. Welcher Punkt war denn das jetzt? Auch nach dem Überfahren, hier ist er. Kopieren. Oh, Maga, das ist aber auch wieder anders wild hier. Das ist schon wieder anders wild. Wir haben heute schon wieder nur wirklich, also Creme de la Creme-Fälle. Creme de la Creme-Fälle. Stellt sich hin, parkt sein Auto und wundert sich, dass ihm einer reinfährt und reportet ihn. Das ist halt wirklich schon frech so. Und vor allen Dingen, wisst ihr, was das Schlimme daran ist? Dass da Zeit verschwendet wird für, von Leuten, die sich das angucken. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, dass da nochmal hinten dran, okay, warum habe ich das jetzt hier nochmal? Das Witzige an der ganzen Sache ist, dass da nochmal draufgehauen wird und dann extra nochmal gesagt wird, dass das nicht nochmal schon mal passierte. Der Witz an der ganzen Sache, und das habe ich jetzt. Sag mal, ich will das auf Englisch kopiert haben. Bist du blöde in der Birne oder was? Ich will das hier kopieren. Auf Englando. Und nicht auf Deutsch. Please, gimme. Jetzt. Oh, ich habe einen Schreibfehler gefunden im Dokument. Okay, geht raus der Text. Ich weiß ja
So, was haben wir denn hier? Hm, das brauchen wir nicht. Das kann ich nicht judgen. Oh oh, Chat. Oh oh. The next penalty should be a ban. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Rein ins Videomaterial. Nicht sein Ernst. Was? Maga, du machst aber sowas von der Pause. Du machst aber sowas von der Pause. Also, das sind 184 Rennen ist hergefahren. 184 Rennen, Chat. Und wir haben nur zwei Kurven gesehen. Nee, Permaban, also nein, Perma gibt's nicht. Bevor ich ein Perma ausspreche, dann, nee. Nee, sowas mache ich nicht. Also, ich gebe ihm trotzdem 3 Tage Pause. Das tut mir wirklich leid, aber das, also 2 Kurven, so ein Ding braten. Nee, eigentlich ist das schon 1 Monat Pause, Chat. Das ist einfach schon 1 Monat Pause. Sag ich euch so, wie es ist. Ich guck mal ganz kurz nochmal bei den Reports rein. 5.2., 30.1., 16.1., 30.12., 11.12., also der kriegt fast jede Woche irgendwie so ein Ding reingebraten. Das kann ich euch nicht zeigen, das ist Widescreen. Ei, caramba, what the fuck, okay, die sehen alle so wild aus hier. Ups, we couldn't find the video. Ja, oh, das wird 1 Monat Pause, Chat. Also die anderen Reports sehen nicht wirklich viel besser aus. Also ich glaube, es wäre niemand traurig, wenn da 1 Monat drauf sitzt. Also nach 184 Rennen würde ich mal ganz ehrlich sagen, könnte man ein bisschen was anderes erwarten.
Ja. Shit, das wird ein Monat Pause. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und den werde ich auch durchboxen. Also nach 187 Rennen, zwei Incidents in zwei Kurven, das tut mir leid, das ist ein bisschen too much. Also ich unterstelle da niemanden Absicht oder so, das möchte ich nicht sagen. Aber das ist einfach, Pike, benimm dich. Sowas will ich nicht lesen. Das geht nicht. Also das geht überhaupt nicht. Das ist ein Monat, Ruhe. Das können wir nicht. Wo ist er denn hier? Der Reporter, ich glaube, es gibt nicht viel zu sagen. Völlig falscher Bremspunkt, viel zu schnell in der Kurve und dann noch nicht versucht, sondern Augen zu und durch. Na, das lese ich doch schon wieder. Das lese ich doch schon wieder super gerne. Und das können wir uns nicht angucken. Es ist Widescreen. Das geht nicht. Schade. Ich hatte leichten Schaden am Heck, weswegen ich einen Ticken langsamer durch die Kurve musste. Screenshot ist gemacht, Chat. Beweisfotos sind da. Also, wo ich das gerade lese, mit was fahren die Leute sich für einen Scheiß zusammen? So scheiße ist das gar nicht. Also, er hat damit recht, dass er sein Heck kaputt ist und er fährt zu langsam durch die Kurve. Der Mercedes hat aber auch schon darauf reagiert. Also hat er wirklich, indem er schon viel früher gebremst hat, als er eigentlich müsste. Moment. Also er hat darauf schon Rücksicht genommen. Also hier bremst man normalerweise nicht. Mehr Rücksicht. Also er hätte noch mehr bremsen können. Aber ich glaube, ich vermute. Ich vermute, dass er das gar nicht einschätzen konnte. Ist aber trotzdem ein Unfall. Also den hätte er auf jeden Fall vermeiden können. Ja, der McLaren ist sehr, sehr langsam. Deswegen sagte ich ja gerade, also ich möchte, also ich erkenne hier bei dem Mercedes, dass er das schon mitbekommen hat und auch dementsprechend früh gebremst hat. Und ich würde auch sagen, er ist nicht unbedingt zu schnell, aber er hat selber falsch eingeschätzt, wie langsam der McLaren doch wirklich ist. Und sowas ist auch nicht einfach, wenn du nicht weißt, ob derjenige Schaden hat oder nicht vor dir. Das einzuschätzen. Ist aber trotzdem, also ich meine, er hätte es immer noch verhindern können. Also er hat noch genug Raum gehabt, um zu bremsen an der Stelle. Also er hätte locker darauf reagieren können. Locker. Also man sieht ja auch nicht, dass er ausweicht und nix. Nee, er gibt kein Gas. Kann er ja auch nicht machen. Er ist ja noch nicht am Scheitelpunkt der Kurve. Natürlich, also nochmal, natürlich löst er die Bremse, weil er nicht einschätzen kann, wie schnell der McLaren ist. Also es ist wirklich nicht einfach, das einzuschätzen. Plus, und das kommt auch. Pass auf, ich versuche euch das mal aus Fahrersicht zu erklären, okay? Du hast hinter dir einen BMW. Du hast hinter dir einen BMW, der macht richtig Druck. Du kommst aus Schumacher S raus, bist schon gut durchgekommen. Du siehst den Wagen und der ist langsamer. Du musst darauf achten,
Und du musst auf deinen Hintermann achten. Also, er verteidigt nach hinten und greift nach vorne quasi auch noch an. So. Er entscheidet sich hier dafür, richtigerweise, dass er auf die Bremse muss, weil der da vorne Schaden hat. Also, ob er das weiß, weiß ich nicht. Aber er entscheidet sich früher zu bremsen, um auf den anderen zu reagieren. Jetzt passiert Folgendes. Achtet mal hier unten auf das Bild. Kann man das nicht sehen? Nee. Moment. Irgendwo ditch noch mal kurz der BMW rein. Hier. Hier unten ist der BMW. So, jetzt hast du folgendes Szenario, Chat. Du stehst auf der Bremse, du achtest auf deinen Vordermann und in deinem Rückspiegel kommt ein Auto verdammt nah. So, das heißt also, er muss binnen 2 Sekunden darauf achten, was der da macht und was der da macht. Ich möchte ihn übrigens nicht in Schutz nehmen. Ne? Also eine Strafe wird trotzdem ausgesprochen. Ich versuche euch nur zu erklären, wie das für mich zum Beispiel wäre. Also er muss sich entscheiden, okay, ich muss, wie verteidige ich gegen den? Ich habe ja früher gebremst, das heißt, der wird schneller kommen. Und du siehst ihn ja auch hier unten im Bild anfliegen. Das heißt, der hat hinter mir schon mal später gebremst als ich. Und ich muss auf den Vordermann Platz lassen. Das heißt, währenddessen der andere angeflogen kommt, siehst du auch instant die Reaktion, dass er von der Bremse runtergeht. Achtet mal da drauf. So, er bremst voll. Und jetzt geht er runter. Und dann geht er wieder runter, wenn der BMW kommt. Also er hat zwischendurch schon... Ups. Zwischendurch hat er schon gemerkt, dass er zu schnell ist. Also hat er wirklich. Offensichtlich. Hier. Er bremst. Merkt, dass er zu schnell ist. Bremst nochmal. Und dann merkt er aber, dass von hinten auch noch einer kommt. Das heißt, seine Augen waren erst da, dann hat er das geklärt, dann waren seine Augen im Spiegel, dann hat er den gesehen und dann wollte er wieder weg. So, und dann ist er dem raufgefahren. So, und am Ende des Tages hat er trotzdem einen Unfall verursacht und hätte es vermeiden können. Hätte aber auf der anderen Seite auch bedeuten können, dass der BMW ihm hinten reinfährt. Hätte er das nicht gemacht, weil der war schon sehr nah. Der kann nicht überholen, das ist richtig. Der kann dir aber immer noch hinten reinfahren, Lobhänger. Und das sind ja auch Dinge, damit musst du ja auch noch rechnen. Das habe ich zum Beispiel heute für mich entdeckt und gelernt, dass man gewissermaßen in gewissen Kurven auf Leute, die von hinten angeflogen kommen, reagieren muss. In irgendeiner Form. Dann wäre der BMW schuld. Das ist absolut richtig. Aber nochmal, Leute... Wir haben das hier in diesem Format, haben wir super einfach, weil wir können jederzeit Pause drücken, wir können uns jede Sekunde, jeden Frame, können wir uns alles angucken. Die Leute haben Sekunden, wenn nicht Millisekunden, Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Und ich will nicht sagen, dass viele Leute oft beschissene Entscheidungen treffen. Ich denke, da ist einfach nicht genug Erfahrung dabei, um schnell eine Entscheidung zu treffen. Also bin in Millisekunden und automatisiert. So. Und hier, also du siehst, finde ich persönlich, in seinen Eingaben siehst du den Struggle, den er hat. Du weißt, er kommt von hinten, du hast vorne eine Baustelle und er möchte seinen Platz in irgendeiner Form verteidigen. Der, wie gesagt, nochmal, wenn ihr darauf achtet, er bremst, merkt, dass er zu schnell ist, bremst nochmal und jetzt kommt der BMW reingeslippert und er lässt los. Weil er natürlich, wie gesagt, du siehst das Auto hinten anfliegen und nicht jeder hat das Vertrauen in den Hintermann. Deswegen sage ich ja immer, Rennsport ist ein Teamsport, weil du auch Vertrauen haben musst in den Hintermann. Also entweder blendest du das aus, den Hintermann, und fährst einfach deinen Schuh runter und scheiß da drauf, ob dir einer reinfährt oder nicht. Aber wenn du reinguckst, hast du sowas. So, und nochmal, für uns sind diese Entscheidungen super einfach zu treffen, weil wir Stunden, Minuten, jeden Frame uns einzeln immer und immer wieder angucken können. Und für uns ist es super einfach, solche Dinge zu beurteilen. Und zu sagen, ja, er hätte ja länger bremsen können. Ja, hätte er machen können, na klar. Hat er aber in dem Moment nicht gemacht, weil hinten kam noch einer angeflogen. Und hätte er länger gebremst, dann wäre der BMW ihm reingeflogen. Das wollte er aber nicht.
Also hat sich entschieden, nach vorne zu gehen. Der McLaren, muss man dazu sagen, ist aber wirklich sehr, sehr langsam. Also der ist vom Kurvenspeed her, wenn wir jetzt mal gucken, wir sind hier bei Mercedes bei 132. So, und der McLaren ist bei 115. So, und der Mercedes ist jetzt immer noch für die Kurve, glaube ich, fast sogar noch zu langsam. Das sind 20 km/h Unterschied. So, und jetzt nochmal mit diesem Wissen, der ist 20 km/h langsamer, er ist schon langsamer für die Kurve, er muss nach vorne aufpassen und er muss nach hinten aufpassen. So, und dann kannst du Differenzen von 20 km/h bis wahrscheinlich noch mehr nur mit Erfahrung ausgleichen. Und ich würde fast mal meinen, ich gehe mal kurz rein, wir gucken mal kurz. Ja, 3 Rennen ist er gefahren. 3. Und dafür hat er das noch ganz gut gemacht, finde ich. Für 3, die Situation. Dann hat der BMW ja 30 Überschuss. Nee, der BMW hat eben für die Kurve keinen Überschuss. Hat er nicht. Er bremst schon früh genug, also noch früher, als er eigentlich müsste. Gegenüber dem McLaren, ja. Na klar. So, und jetzt nochmal mit 3 Rennen, keine Erfahrung, ist das eigentlich ganz okay. Es hindert nicht daran, dass er eine Strafe kriegt. Ich versuche euch nur aufzubröseln, für die Menschen, die eventuell nicht so viel fahren, was in dieser Situation eventuell nicht gesehen wird. Weil die meisten sehen halt nur, ja, der ist hinten reingerammelt, Assi, Rennen vorbei. Das bist du, Lobhänger. Also, na klar, kannst du jetzt sagen, lieber werde ich abgeräumt, als wenn ich irgendwen anders abräume. Aber nochmal, diese Erfahrung sammelst du erst. Ich weiß nicht, wie viel du gefahren bist, Lobhänger. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht 100, 200, 300 Stunden ist er jetzt gefahren. Im Gegensatz zu dir vielleicht mit 500 oder 600. Und es ist immer, nochmal, es ist super, super, super einfach, außerhalb sich ein Video anzugucken und eine Meinung zu einem Vorfall zu haben. In den Köpfen der Fahrer sieht das oft ganz anders aus. Ich zum Beispiel, wenn ich mich selber kritisieren sollte, ich habe so viele Momente schon gehabt, wo ich kein Force Feedback hatte, wo irgendwas passiert ist und ich habe Leute abgeräumt, ich habe zu spät gebremst, habe mich übernommen oder bin irgendwo reingestochen und es hat nicht funktioniert. Und jedes Mal bist du gefahren und hast einfach in dem Moment eine total bekloppte Entscheidung getroffen. Aber diese Entscheidung muss dir erst einmal passieren, damit du das einschätzen kannst. Und wie gesagt, für die meisten Leute, denen ist sowas schon mal passiert. Irgendwann mal. Und daraus haben sie gelernt. Und ich vermute aber nicht, dass so eine Situation ihm schon mal untergekommen ist, um zu wissen, wie man damit umgehen sollte. So. Ist aber trotzdem immer noch ein Unfall. Und diesen Unfall müssen wir ahnden. Mit 60-30. So, einen würde ich noch machen, glaube ich, Chad. Ich glaube, einen haue ich noch einen Ring. Wollen wir noch einen machen? Was haben wir denn hier? Oh oh. Oh oh. The next penalty should be a bun. Ja, können wir nicht gucken. Das ist Widescreen, Chad, mal wieder. Das geht nicht. Das können wir uns leider nicht ansehen. Lost the car in turn 9, cut turn 10, rejoined directly on the race line. I had no time to avoid collision with him, damaged my car, and chase for any reason.
Ist auch Widescreen. Ist übrigens derselbe Dude. Wieder. Hier ist wieder derselbe Dude. Uff, hier kriegt auf jeden Fall einer einen Bann. Das sehe ich schon. Okay, das können wir uns angucken. Drives up the inside when there's no space and doesn't back off enough to let me hold the line. Okay, let's go. Sorry, 60.03. Muss man wohl ein Overlay für Widescreen basteln? Maga, ich mache hier nicht für jede popelige Auflösung den Dings hier. Nee. Die skippe ich einfach. Tut mir leid, geht einfach nicht anders. Weißt du, wie nervend, also das ist wirklich nervig, so viel zu bauen, weil dann muss meine Kamera und der Balken muss irgendwo nach oben und dann muss ich das wieder hier hinschieben und dann habe ich wieder 30 verschiedene. Nee, das ist Gunni, nee. Bei aller Liebe, tut mir leid, die skippe ich einfach. The fuck? Okay. Nee, das ist nicht viel Widescreen. Das waren zwei Leute, die 8 Reports reingezimmert haben. Das waren zwei Leute mit dem Widescreen. 2. Das ist ja wild. The fuck? Vor allen Dingen, warum gehen die Leute nie auf die Bremse? Ich verstehe das nicht. An der Stelle ist mir auch schon passiert. Das ist mir auch schon passiert. Letzte Woche, glaube ich. Aber es ist trotzdem komisch. Das ist halt keine Bremszone. Also, pass auf. Vermutung. Ist noch Anfänger, würde ich mal sagen. Und fährt nicht mit Lupfen, sondern mit drauftreten. Bis er es irgendwann mal lernt. Aber der andere bremst ja auch. Kurz mal. Er verliert aber auch das Auto. Der andere. Puh, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich pendel zwischen No Further Action, also Race Accident, oder Reinhalten. Und mich zieht es eher zu Reinhalten hin, weil er nicht bremst. Also guck, er bremst nur so halb gar und fährt aber trotzdem und dann irgendwann bremst er wieder voll. Und das ist der einzige Grund, warum ich, also wenn nur der eigentliche Accident da wäre und nicht nochmal das zweite Ding hinterher, hätte ich gesagt, das ist ein Race Accident. Aber das, ohne dass er auf die Bremse tritt und ihm die Möglichkeit gibt, das Auto zu fangen, würde ich ihm eine Strafe reindonnern.
Weil man sieht hier halt einfach ganz klar, dass er auch nicht wirklich versucht, das zu unterbinden. Wobei, auf der anderen Seite, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, ist halt der Punkt da, dass er im Grunde genommen darauf schnellstmöglich reagiert in einer Sekunde. Wenn ihr mal darauf achtet, er fährt jetzt rein, schiebt ihn raus, tritt die Bremse, Bremse, Bremse und dann entscheidet sich irgendwann voll. Aber trotzdem ist er halt an... Oh, wartet mal. Es ist wieder der Punkt, wo die Perücke einfach so doll auf die Ohren wehtut, dass ich schon wieder Scheuermilch kriege, wollte ich gerade sagen. Scheuert. Ja, es ist... Der Vordere hätte sich auch gefangen. Der Vordere hätte sich auch gefangen. Er hat ihn nur noch weiter geschoben. Also er wäre auch noch rumgekommen. Es sah relativ stabil aus. Würde ich jetzt mal vermuten. Das ist aber auch eine Reise in die Zeit. Also er hat ihm dann noch den Rest gegeben. Also jetzt ab diesem Punkt hier, ab dem Punkt hier wäre das Auto rumgekommen und dann hätte er es fangen können. Aber geht nicht. Hm. Aber am Ende musst du auf deinen Vordermann achten, Chat. Am Ende musst du auf deinen Vordermann achten. Immer. Das hat er jetzt nicht getan. Und leider auch nicht wirklich versucht, was dagegen zu tun. Weiß ich nicht, kann ich nicht sehen, Grillzange. Wir können nur bis zu... Nur den Anfang aus dem Video sehen. Das ist auch mit Schwung in die Kurve. Wie viele Rennen sind die jeweils gefahren? Also der Verursacher. Kann ich nicht sehen. 19. Der Verursacher ist 19 gefahren. Der Reportende 9. Ändert aber nichts am Urteil. Das ändert nichts am Urteil. So, meine Damen und Herren. Damit würde ich die heutige Gerichtssitzung schließen. Mit diesem Urteil. Da waren heute wieder sehr interessante Sachen dabei. Was ich immer sehr schön finde, ist, dass man sich nie einig ist und dass es sehr viele verschiedene Ansichten zu zu Rennunfällen gibt. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir, also ich auch, und ihr was lernt. Das ist mir bei dem Format eigentlich am wichtigsten, dass wir alle irgendwie was lernen. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr was mitnehmt, was Gutes. Und heute auch, weil damit schließe ich nämlich die Sitzung. Babum, badabang, Feierabend. Raus aus dem Saal.